Dieses Video wurde von MovieSpace produziert. Den Link zum Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut doch gerne mal vorbei. Die erste Staffel von The Chosen wurde im Jahr 2019 nach Christus veröffentlicht und ist die erste Serie mit mehreren Staffeln über das Leben von Jesus. Die erste Staffel der Serie ist außerdem mit über 11 Millionen US-Dollar die teuerste Film- oder Serienproduktion, die je über Crowdfunding finanziert wurde. Insgesamt soll es 7 Staffeln geben. In der ersten Staffel gibt es 5 Hauptfiguren. Jesus von Nazareth, ein umherziehender ehemaliger Handwerker, der den Menschen von Gott erzählt und behauptet, der Messias zu sein. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Maria Magdalena, eine von Dämonen besessene Frau, die von Jesus befreit wird. Simon, ein Fischer, den Jesus als Jünger auserwählt und der später den Namen Petrus bekommt. Matthäus, ein autistischer Zolleintreiber, der auch einer der 12 Jünger von Jesus wird. Und Nikodemus, ein Pharisäer aus Jerusalem. Nikodemus wird von Eric Avary dargestellt. Er ist der einzige Schauspieler der ersten Staffel, den man auch aus anderen bekannten Produktionen kennt. Er spielt beispielsweise in der Kaufhauskopf oder in Die Mumie 1999 mit. Ich möchte nur verstehen, wie ging das vor sich? Dann sind wir schon 2. Die Handlung von The Chosen ist nicht neu. Die Bibel und viele andere Quellen berichten vom Leben dieser prägenden Persönlichkeit, Jesus von Nazareth. Was The Chosen aber anders macht als alle anderen vorherigen Versuche, das Leben von Jesus zu verfilmen, das sind die Hintergrundgeschichten seiner Anhänger und auch seiner Feinde. Viele Details der Serie sind frei erfunden, um die Geschichte spannender zu gestalten, aber trotzdem wird die Hauptaussage nicht verändert. Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß. Die erste Staffel beginnt mit Maria Magdalena als kleines Mädchen. Sie kann nicht schlafen, weil sie verängstigt ist. Ihr Vater beruhigt sie daraufhin mit den Worten aus Jesaja. Fürchte dich nicht. Diese Worte werden später nochmal wichtig. 28 Jahre nach diesem Vorfall sieht man die erwachsene Maria Magdalena, die mittlerweile mit Dämonen zu kämpfen hat und von allen Lilith genannt wird. Nikodemus versucht, ihr die Dämonen auszutreiben, scheitert aber daran. Wir haben keine Angst vor dir. Währenddessen erfährt man, dass Simon und sein Bruder Andreas Schwierigkeiten haben, die Steuern zu zahlen. Und am Ende der ersten Folge taucht Jesus auf und befreit Maria von ihren Dämonen. Fürchte dich nicht. In dieser Szene werden die Worte vom Anfang wieder von Bedeutung. Denn ich habe dich erlöst. Die zweite Folge beginnt wieder mit Maria Magdalena. Sie bereitet sich auf das kommende Sabbat-Abendessen vor. Laut dem damalig geltenden Gesetz der Juden war es verboten, an diesem Tag zu arbeiten. Simon, der immer noch Steuerschulden hat, ist aber trotzdem dazu gezwungen, an diesem Abend zu fischen. Seine Frau Iden findet das gar nicht in Ordnung. Währenddessen wird Nikodemus Zeuge des Wunders an Maria. Ich glaube, an dir ist ein Wunder geschehen, Maria. Auf seine Frage, wer sie geheilt hat, gibt Maria aber keine richtige Antwort. Die Folge endet mit einer Montage, bei der man alle Hauptfiguren sieht, wo und mit wem sie zu Abend essen. Jesus ist bei Maria zu Gast, Nikodemus verbringt den Abend mit seiner Frau und anderen Pharisäern, Matthäus ist mit seinem Hund alleine, da er nicht Zeit mit seiner Familie verbringen will, und Simon verlässt das Abendessen frühzeitig, um zu arbeiten. Die dritte Folge wird komplett aus der Sicht von Jesus erzählt, nachdem man ihn bisher nur am Ende der ersten beiden Episoden kurz gesehen hat. Die Folge beginnt damit, dass ein kleines Mädchen namens Abigail entdeckt, wie Jesus am Waldrand eine kleine Hütte und einen Arbeitsplatz aufgebaut hat. Sie freundet sich mit Jesus an und bringt von da an noch einige Freunde mit. Tag für Tag treffen sich die Kinder bei Jesus und helfen ihm bei seiner Arbeit. Außerdem erklärt er ihnen auf einfache Art und Weise das Evangelium. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Am Ende der Folge bricht Jesus auf und verabschiedet sich von den Kindern. Für Abigail lässt er sogar ein Geschenk da. Nachdem nun die Persönlichkeit von Jesus sehr schön beleuchtet wurde, erfährt man in der nächsten Folge ganz viel über Simon. Es ist die Folge, in der Jesus und Simon sich treffen und die Folge, in der Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird. Das passiert jedoch offscreen, was bedeutet, dass man dies als Zuschauer nicht sieht. Simons Bruder Andreas hat es jedoch gesehen und ist begeistert. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet? Ich habe ihn gesehen. Andreas erzählt seinem Bruder, dass der Messias gekommen ist, der eine, für den sie ihr ganzes Leben gebetet haben. Simon glaubt jedoch nicht daran und bricht auf, um die letzte Nacht in Freiheit zu erleben. Wenn er in dieser Nacht nicht genug Fische fängt, um seine Steuern zu begleichen, muss er ins Gefängnis.
Sonnenaufgang? Aber Schabbat ist doch erst in drei Tagen. Quintus glaubt, dass du ihn betrogen hast. Er wird kommen. Andreas und einige Freunde helfen Simon, doch fangen in der ganzen Nacht keinen einzigen Fisch. Am Morgen treffen sie am Ufer auf Jesus, der ihnen rät, das Netz noch ein letztes Mal auszuwerfen. So werden Simon und seine Freunde Zeugen eines Wunders. Von da an folgen sie Jesus nach. Von nun an werdet ihr Menschenfischer sein. Die fünfte Folge handelt vom ersten öffentlichen Wunder von Jesus auf der Hochzeit von Kana. Es beginnt damit, dass Simon seiner Frau erzählt, dass er Jesus nachfolgen will. Man sieht außerdem in dieser Szene, wie Wein hergestellt wird, was ein Hinweis darauf sein soll, was später in der Folge noch passiert. Das nennt man Foreshadowing. Die Hochzeit, auf der Jesus eingeladen ist, verläuft eigentlich gut, bis der Wein ausgeht. Jesus wird gebeten, sich darum zu kümmern, und so kommt es dazu, dass er Wasser zu Wein verwandelt. Der spätere Jünger Thomas, der bei diesem Fest für den Wein zuständig ist, kann dies Wunder gar nicht fassen. Füllt diese Krüge mit Wasser. Vielleicht hast du sie nicht richtig verstanden. Was wir nicht mehr haben, ist Wein, nicht Wasser. Später wird er von Jesus dazu aufgefordert, ihm nachzufolgen. Die sechste Folge ist die Folge, in der Jesus wirklich aktiv wird. Er heilt einen Leprakranken, predigt vor einer riesigen Menschenmenge und vergibt einem Gelähmten seine Sünden. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder stehe auf und geh? Die Pharisäer fassen die Vergebung der Sünden als Gotteslästerung auf und wollen Jesus zur Rede stellen. Er schafft es aber zu entkommen. Nikodemus, der alles gesehen hat, ist fasziniert von diesem Jesus und will ihn treffen. In der nächsten Folge wird dann zum ersten Mal auch eine andere Bibelgeschichte gezeigt. Etwa 1300 Jahre vor Christus fertigt Mose eine Bronzeschlange an, welche die Israeliten vor Schlangenbissen bewahren soll, wenn man sie anschaut. Jesus erklärt dann Nikodemus in der Folge, dass er wie diese Schlange ist. Wer ihn anschaut, wird vor dem Bösen bewahrt werden. Außerdem erklärt er ihm das Königreich von Gott und was es bedeutet, wiedergeboren zu werden. Nikodemus ist weiterhin neugierig, versteht aber fast nichts von dem, was Jesus ihm erzählt. Aber unser Volk stirbt nicht durch Schlangenbisse. Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Am Ende der Folge lädt Jesus Matthäus, den Zolleintreiber, dazu ein, ihm nachzufolgen. Die letzte Folge der ersten Staffel beginnt etwa 2000 Jahre vor Christus. Es wird Jakob gezeigt, der eine Wasserquelle findet. Diese Wasserquelle wird zu einem Brunnen, der später in der Folge noch wichtig wird. Zurück in der Gegenwart der Serie wird Nikodemus von einem anderen Pharisäer vor der falschen Botschaft von Jesus gewarnt. Jesus heilt außerdem die kranke Mutter von Simon und der ehemalige Vorgesetzte von Matthäus ist verblüfft, dass er Jesus nachfolgt und bereit ist, dafür seinen gut bezahlten Job aufzugeben. Dann brechen Jesus und seine Jünger auf, um die gute Botschaft zu verbreiten. Auf seinem Weg kommt Jesus an dem Brunnen von Jakob vorbei und spricht eine Frau an. Er erklärt ihr, dass er der Messias ist und dass sie diese Botschaft verbreiten soll. Überglücklich bricht die Frau in Tränen aus und macht sich auf den Weg, um diese Nachricht weiter zu erzählen. Rabbi, wir haben Essen. Was möchtest du? Ich habe etwas Besseres als Essen. Ich gebe der ersten Staffel von The Chosen 10 von 10 Sternen und bedanke mich bei den Machern für dieses Meisterwerk. The Chosen ist eine humorvolle, spannende und emotionale Geschichte über einen Mann, der das Leben von so vielen Menschen geprägt hat. Ich finde es erstaunlich, dass dieses Projekt nur durch Spenden finanziert wurde und dass das Ergebnis so mitreißend ist. Die christliche Botschaft der Serie wird dem Zuschauer außerdem nicht aufgezwungen, wie in anderen christlichen Filmen oder Serien, sondern neutral und objektiv, wird aber auch mit viel Pathos erzählt. Ich kann diese Serie jedem wärmstens empfehlen. Meiner Meinung nach gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts Vergleichbares. Keine bessere Serie und keinen besseren Film. Der Gratislink zu The Chosen findest du in der Videobeschreibung.